Mann, um den es jetzt geht, ist dick. Er wird als Kind gehänselt und er ist überängstlich. Er fürchtet sich sogar vor Eiern. Und trotzdem wird er genau dadurch berühmt, dass er der ganzen Welt Angst macht. Wen wir suchen, raten Sie mit. Sie kennen ihn bestimmt. Unser Gesuchter wächst in England auf. Schon als Kind ist er sehr gern und sehr viel. Mit den anderen spielen? Kein Interesse. Er ist ein Einzelgänger. Zu Hause steht er vor dem Spiegel und betrachtet sich. Er findet sich selber nicht schön. Die lapidare Reaktion der Mutter, das verwechselt sich. Später wird er die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Dabei hat er als Kind und auch als Erwachsener selber viel Angst. Vor allem vor der Dunkelheit und engen Räumen. Aber das ist nicht alles. Auch Eier findet er zum Fürchten. Er hat eine richtige Eierphobie. Eidotter sind für ihn das Schlimmste überhaupt. Er würde nie ein Ei essen. Auch vor Polizisten hat er Angst. Und das hat einen Grund. Sein Vater schickt ihn einmal mit einem Brief zur Polizei. Der Wachtmeister liest ihn und steckt unseren kleinen Gesuchten daraufhin für 10 Minuten in eine Zelle. So machen wir das mit bösen Buben, sagt der Polizist. Diesen Satz und die Angst in der Zelle hat er sein Leben lang nicht vergessen. Als er älter wird, zeichnet er sehr gern. Und das ziemlich gut. Er nutzt dieses Talent, als die Filmproduktionsfirma Paramount eine Filiale in London eröffnet. Tage und Nächte lang sitzt er zu Hause und zeichnet Szenenbilder als Bewerbung. Er bekommt eine Stelle als Gestalter für Zwischentitel bei Stummfilmen. Nur ein paar Jahre später, mit 23, sitzt er bereits an seinem ersten eigenen Drehbuch. Er arbeitet so diszipliniert, dass es nicht lange dauert, bis er Regieassistent wird. Bei Dreharbeiten in Babelsberg. Ein Grund, warum er auch Deutsch kann. Am Set lernt er seine spätere Frau kennen. Auch sie arbeitet beim Film. Sie wird über 50 Jahre lang an seiner Seite bleiben und viel zum Meisterwerk des Gesuchten beitragen. Als sie heiraten, ist er 27 Jahre alt und angeblich noch Jungfrau. Sex ist auch später nicht so sein Ding. Seine Frau soll er 30 Jahre lang nicht angerührt haben. Er macht lieber Filme, denn er ist Regisseur. Über 50 Filme werden es im Laufe seines Lebens. Ein Oscar bleibt ihm jedoch verwehrt. Wenn ihm bei der Arbeit langweilig wird, schläft er gerne mal auf seinem Regiestuhl ein. In seiner frühen Karriere fehlt es oft an Geld für Statisten. Darum übernimmt er kurzerhand diese Rollen. Später wird sein Auftauchen in den Filmen zum Running Gag. Eine Auszeichnung hat er. Die Queen erhebt ihn in den Adelsstand und schlägt ihn zum Ritter. Sein Markenzeichen? Er trägt immer einen schwarzen Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte. Egal wie heiß es draußen ist. Er besitzt unzählige schwarze Anzüge. Die nummeriert er, damit Jacke und Hose immer gleich schwarz sind. Einen seiner bekanntesten Filme dreht er in Schwarz-Weiß, obwohl es schon Farbfernsehen gibt. Der Grund? Er will kein rotes Blut in der wohl berühmtesten Badezimmerszene Hollywoods. Vor seine Kamera dürfen fast ausschließlich blonde Frauen. Die liebt er. Er sagt, die sind einfach die besseren Opfer. Bei einem seiner anderen Filme geht's um Vögel. Bei den Dreharbeiten ist er ein echter Sadist. Am meisten muss die Hauptdarstellerin leiden. Um sie auf die Rolle vorzubereiten, bewirft er sie eine Woche lang mit echten Tieren. Sie hätte dabei fast ein Auge verloren. Seine Frau ist brünett, aber er ist besessen von Blondinen. Fast alle seine Darstellerinnen sind blond. Er stellt ihnen nach, sagt ihnen sogar, was sie essen sollen.
und welche Schuhe sie zu tragen haben. Er ist ein Schuhfetischist. Unser Gesuchter liebt nicht nur Schuhe, sondern auch böse Streiche. Darum erschreckt er die Leute nicht nur in seinen Filmen, sondern auch im echten Leben. Seiner Tochter schickt er zum Spaß ein Paket mit stinkenden Fischen nach Hause. Er ist schon zu Lebzeiten sehr berühmt. Überall muss er Autogramme geben. Das Besondere, er unterschreibt mit einem kleinen gezeichneten Profilbild. Sein Ausgleich im Leben? Essen. Einiges lässt er sich extra aus England einfliegen. Er wohnt jetzt schon viele Jahre in Hollywood. Zu seinen Hochzeiten wiegt er 150 Kilogramm. Am liebsten isst er Lammkeule. Ein Fernsehfilm von ihm heißt übrigens auch Lammkeule, inszeniert nach einem Literaturklassiker. Er trinkt gern. Man könnte auch sagen, er ist Alkoholiker. Als Drink vor, zwischen und nach dem Essen gibt's Mimosa. Ein Cocktail aus Orangensaft und Champagner. In seinem Büro hortet er Alkohol. Trinkt ihn heimlich, was im Alter immer mehr wird. Obwohl es der Arzt ausdrücklich verbietet. Dazu plagen ihn höllische Knieschmerzen. In seinem Büro verschanzt er sich und will mit niemandem sprechen. Nicht mal mit seiner Frau. Er fühlt, dass es dem Ende zugeht. Raus! Raus! 2 Wochen vor seinem Tod entlässt er sämtliches Personal, schließt das Büro und geht nach Hause. Unser Gesuchter stirbt 81-jährig in Los Angeles. Er ist der Meister der Spannung. Der britische Regisseur Alfred Hitchcock. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir haben da etwas, das könnte euch richtig interessieren. Wenn ihr es wissen wollt, dann klickt hier drauf oder geht auf galileo.tv.